Na hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Wing Fit Adventure. Ihr habt den Sonntag, ich hab den Samstag und es ist bereits 22.09 Uhr. Ich muss ein bisschen leiser sein. Wir werden mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Und das Zweite, ich habe den Windschutz von meinem Mikrofon abgemacht, weil sich das immer so ein bisschen muffelig angehört hat, als würde man durch einen Schal sprechen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das erstens besser klingt und ob das jetzt zweitens der Windschutz, wenn der weg ist, ob da wirklich jetzt Wind, also Bewegung und so weiter, ganz schrecklich aufgezeichnet wird. Aber das ist nebensächlich. Wir starten durch mit einem Schnellspiel. Wie gesagt, 22 Uhr bei mir, letzte Handlung des Tages. Mal davon abgesehen, dass ich den ganzen Mumpitz noch editieren und über Nacht zum Export bereitstellen muss, sodass ich das dann morgen Vormittag bzw. früh, bevor ich zur Arbeit, zur Frühschicht gehe. Ja, am Sonntag gehe ich zur Frühschicht. Hochladen kann, sodass ihr das am Tag gucken könnt, wenn ich nicht starr bin. So, okay, Münzband ist das letzte Minispiel dieser Reihe, die wir da unten gesehen haben. Danach geht es nochmal mit den Schweren weiter die nächsten Tage. So, wollen wir mal sehen. Variiere dein Lauftempo, um Münzen zu erhaschen. Anfänger bitte. Da sind wir ja gespannt. Ich bin gespannt, wie meine Nachbarn hier unten auf späte Tritte reagieren. Okay, müssen wir natürlich erstmal aufs Band kommen, alles klar. Aha. Zum Schweben des Ringkontakts. Aha, okay, alles klar. Nach unten links, alles klar. Schnappt ihr die Münzen? Na, dann wollen wir doch mal loslegen hier. Das ist ja wieder überhaupt nicht mein Fall. So, schön hier bleiben. Ja, okay. Körpermitte anspannen, wenn es sein muss. Super toll! Bauchmuskeln anspannen und tief atmen. Ach, wieder erwischt. Okay, aha. Jetzt kommen ein paar Minen. Na, ja, alles klar. 1A, sagt er. Ach, finde ich ja auch gerade noch. Das ist nämlich nicht das einfachste Spiel der Welt. Ach, wird alle erwischt. Ich bin ja begeistert von mir. Und das um die Uhrzeit. Also heute war richtig stressiger Samstag. Der Morgen ist durchgestartet mit Uploading der neuesten Folgen. Danach, also das war so um 9. Weiter ging es dann im Laufe des Mittags, damit bei Desidios und beim Streamer Cup Mod zu spielen für Desidios. Das war auch nicht das Einfachste. Aufmerksam dabei sein und gleichzeitig natürlich ein bisschen noch mit versuchen, die Runden mit zu verfolgen. Dann ging es zum Nachmittag hin so. Als der Streamer Cup Dizzy seinen Auftritt vorbei war, ging es dann direkt auch noch weiter mit ein bisschen Pokémon moderieren bei Desidios. Fand ich gut, habe ich das erste Mal Pokémon Schild gesehen für die Switch. Ich weiß es noch nicht, ob ich mir das selber mal kaufe oder so. Ich habe seit Pokémon Blau kein Pokémon-Spiel mehr gespielt. Und so ein bisschen wirkt es auch wirklich wie so eine Art Sammelkartenspiel mit Pokémon. Und eigentlich ein gutes RPG, da sage ich nicht nein. Rang A, geil. Aber Sammelkartenspiele sind nicht so meine Sachen. Gefällt mir aber von der Optik ganz gut, mal davon abgesehen, dass die Klamotten von den Leuten, die in dem Pokémon-Spiel rumrennen, abartig scheiße aussehen. Das ist absolut nicht mein Geschmack. Was da an Mode präsentiert wird, ich weiß nicht, das mag ja hip oder sonst was sein. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ein T-Shirt und eine Hose. Ja, und wenn es hochkommt, vielleicht eine nette Mütze. Also so eine Wollmütze oder sowas, ja. Aber was die da getragen haben, sehr seltsam. Naja. So, das wär's, das Minispiel. Viel wird's heute sowieso nicht hier. Also erstens ist es sowieso spät bei mir. Und zweitens, also was ich heute wirklich machen will, ist den Bosskampf von Spartacus Arc. Ja. Den werden wir uns gleich antun, natürlich ein bisschen Erwärmung davor.
Und dann war es das ja eigentlich schon. Ich weiß noch nicht, wie lange das jetzt dauern wird. Wahrscheinlich werden es auch wieder so 8 bis 10 Minuten Effektivtraining. Ach, finde ich gut. Ich finde es schade, dass die Minispiele nicht mitzählen. Finde ich schade, obwohl es halt wirklich auch Training ist, ne, in dem Moment. Guten Abend und willkommen. Heute ist Tag 12 deines Abenteuers. Schön, dass du so regelmäßig trainierst und immer weiter so. In letzter Zeit machst du oft die Übung Bogenzug. Ja, wenn sie angeboten wird. Der Bogenzug ist für Rücken und Oberarme empfehlenswert. Stell dir den Bogen richtig vor und konzentriere dich auf die korrekte Ausführung. Geht damit nicht. Immer wieder geht damit nicht. Gut, möchtest du bisher Übungsintensität auch heute beibehalten? Ja, so wie jetzt ist super. Na dann. Hast du Lust auf ein Stretching? Ja, gerne doch. Gott, die Knie hätte ich heute sowieso mal ein bisschen machen müssen. Muss ich sagen, ich bin zwar heute schon draußen gewesen. Auf die richtige Haltung. 3, 2, 1 und hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Ja, es ist spät. Ich war schon bei der Hassübung schlechthin. Sich nicht berühren. Mach ich. Letztes Mal. Ich war schon bei der Hassübung dem Ausfallschritt. Nun heben wir die Fußknöchel. Genau. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber das ist auch egal. Ach Gott, ja, nee. Und danach war ich bei einem Bekannten, hab mir bei ihm so ein bisschen angeguckt, da ist die Übung, so ein bisschen Star Wars Fallen Order angeguckt. Finde ich nicht schlecht, das Spiel. Aber auch sehr zeitintensiv. Oh, da war gerade ein Bäuerchen. Und da komme ich zu meinem nächsten Thema. Ich hatte heute eine Dönerbox mit Knoblauch und ein Bierchen. Das kann man sich ja auch mal ein bisschen gönnen. Okay, gut. Ach ja. Stehe nun etwas breiter. Hebe den Ringkorn über. Ach Gott, der Muskelkater im Rücken und im Bauch ist besser geworden. Mit der Zeit nicht kleiner werden. Aber weg ist nicht. Wird durch den Monat wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Aber naja. Ich konnte da jetzt so ein bisschen gegen, indem ich früh wirklich konsequent Müsli und so ein Kram esse. Gut gemacht. Weil so Cerealien sind gut für die Regeneration von Muskeln. Und den Tag über so zwei bis drei gekochte Eier und so für den anstehenden Aufbau. Und das geht eigentlich soweit. So, sehr schön. Hoffentlich hat das Stretching Spaß gemacht. Heute noch ein kleiner Tipp, ehe es mit dem Training, es geht mit der Fitness losgeht. Achte jeden Tag darauf, wie du dich insgesamt fühlst. Hast du vielleicht mehr Energie? Geht so. Es ist gut, wenn du dir bewusst machst, dass deine harte Arbeit sich auszahlt. Also dann, gib dein Bestes, wir drücken dir die Daumen. Ich merke das, wenn ich aktiv im Training bin, immer wenn ich unterwegs bin, ich laufe sehr viel. Fahrradfahren geht im Winter nicht so wirklich gut, macht auch dreckige Hosen. Wenn ich statt normal eine Bordsteinkante hochzugehen oder runterzugehen, dass ich dann entweder hochhüpfe oder entsprechend runterhüpfe, das passiert mir irgendwie immer nur, wenn ich aktiv im Training bin. Dann bin ich auch aktiver, ein aktiverer Fußgänger. Aber das nur so nebenbei. So, das Königreich Sporthaar. Geht's euch vielleicht auch so? Merkt ihr das richtig, wie ihr eigentlich so ein bisschen aktiverer Mensch seid? So, Titel erhalten auf dem laufenden Titelforscher. Gut gemacht, dynamisches Stretching. Was bisher geschah? Ringe und Jay ist es gelungen, die Wasserkraft zurückzuerobern, daraufhin den großen Fluss Sportacus zu überqueren. Als nächstes knöpften sie sich Draco vor. Alles klar. Ach Gott, so, wir haben wieder eine Aufgabe. Die hängen wir natürlich noch vorne ran. Suche Herausforderer, na gerne doch. So, Wettkampf, bla bla bla. Schließe diese Mission ab, dafür gibt's Preis. Alles klar, wo ist er? Besonderer Aktionspreis, wollen Sie teilnehmen, anmelden hier und jetzt. Achso, ist direkt hier. Alles klar. Hau den Robo, ist ja wieder meine Lieblingsübung eigentlich. Bonus 2 Perlen. Das ist definitiv wert. Begeben wir uns zum Studio. Übrigens, das Ergebnis dieser Mission fließt leider nicht in die Rekorde ein. Da steht's nochmal. Also da. Da. Es ist gut zu wissen, aber trotzdem scheiße. Erziele in 30 Sekunden so und so viel. Ja toll, jetzt müssen wir wieder darüber. Warum eigentlich? Mann. So, da ist das Sportstudio. Willkommen, hau den Robo. 2500 wird ja wohl zu machen sein. So, breitbeinig stehen, links drehen, drücken. Fertig? So.
ich die Bauchmuskeln an. Das weiß ich selbst. So, gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schön eins nach dem anderen, damit wir kontinuierlich im Flow bleiben. Okay, das waren mindestens 2500 Punkte. Oh, das war das Mikrofon. Und jetzt ist es ab. Kleinen Moment. Ha, das ist jetzt wahrscheinlich sehr unangenehm für die Ohren, für euch zumindest. Und für mich nachher beim Editieren. Ich sehe nichts. Hallo? Wo ist es denn? Hier, meine Fresse. Hä? Ja, das kommt vor. Umbaupause, technische Panne. Alles klar. In 30 Sekunden 2500 haben wir doch geschafft, ne? Aber ein Rang war es nicht. Weiß ich nicht. Der hat jetzt absolut gar nichts dazu gesagt. Gut gekämpft, gut gekämpft. Hier ist ihr besonderer Aktionspreis. 2 Perlen. Doch, wir haben es geschafft. Schön. Hätte dran stehen können. Einer der Steine, die Hanni sammelte, wird für manche Items benötigt. Dankeschön. Der große Wettbewerb ist dabei. Bla, bla, bla. Um das mal in mehr oder minder Worte zu fassen. Wir haben eine neue Mission. Grise, eine Frechheit. Die mache ich jetzt nicht. Schön. Die Missionen sind anscheinend unzählig. Jetzt habe ich auch nicht geguckt, wie viel es hier gibt. Sporta war unbesiegt, unangefochten bis zum Tag, als sie in der Scheusal vor unseren Toren erschien. Klick. Seine Macht war zu viel für uns. Sportas Stolz und Kampfesmut waren gebrochen. Heute tanzen allerorts selbst ordinärste Monster und unseren Mannen auf der Nase herum. Daher muss der Drache fort. Es geht um unsere Zukunft. Kann er sich mal entscheiden, wie er den nun nennt oder nicht? Auf zum großen Gefecht! Stolz von Sporta, wir retten dich! Mehr Drama. We need more Drama. 10 Minuten, ist doch super. Passt doch wunderbar rein, finde ich. So. Alles klar. 20 Minuten, muss ich ehrlich sagen, sind mir auch ein bisschen viel. Also vom Zeit, nicht von der Anstrengung her, sondern vom Zeitaufwand her, weil das wirklich so in eine Stunde ausartet. Also, ich habe keine Ahnung, was Ringo da oben sagt. Ist mir auch egal, wenn das nicht selber ausspricht. Saugen. So, und jetzt geht's mit dir weiter. Ja, 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 ich weiß noch, wie es geht. Danke. Was ist nicht jetzt? Weil dafür haben wir jetzt das Paddelboot ausgebaut. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Du musst dagegen anrudern. Immer abwechselnd, links und rechts. Ach was. Immer abwechselnd, links und rechts, ist ja unglaublich. Krieg ich bitte die Medaille da vorne? Das wäre mir sehr nett. Das fände ich sehr lieb. Was ist das für eine glänzende Münze? Zwar vielleicht mehr Kohlen. Das waren wirklich mehr Kohlen. Langsam rutscht mir der Ring so ein bisschen vom Bauch. Direkt mal nach oben saugen, um auch die dritte abzustauben. Und da kann es auch weitergehen. Da ist er. Die dicke Sau. Die muskelbepackte dicke Sau. So. Geil. Sieh an. Ihr Wichter habt es also über den Fluss geschafft. Wie? Was bedeutet, dass ihr die dritte Kraft wieder zurückgehalten habt? Nichts auf. Wir legen dir das Handwerk, Draco. Ich verstehe es nicht, warum der eine sprachlich synchronisiert wurde und der andere nicht. Nanu, scheinst ja ein echter Fan von mir geworden zu sein. Wie, du versessenes kleines Ringelein. Aber keine Angst, ich bin das Fitness-Idol mit dem Hamstring aus Stahl. Ich weiß, mich gegen Bewunderer zu wehren. Okay, ich weiß immer noch nicht, was der Hamstring ist. Bin doch zu faul, das nachzuschlagen.
Du hast Rot und Gelb dabei. Achte auf die Gegner. Das heißt Bauchmuskeln und Bizeps. Okay, machen wir erstmal den. Abwärtspresse. Haben wir jetzt genug Spinat dabei? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Gut so. Spitze. Wunderbar. Super. Also das mit dem Mikro und dem Windschutz dürfte jetzt eigentlich wirklich bloß ins Gewicht fallen, wenn ich meine Arme sehr nah am Mikro vorbei bewege oder den Kopf wirklich doll bewege. Das müsste ich testen und mache ich ja quasi gerade. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu negativ ist, sodass ich das so lassen kann. Weil ich bilde mir ein, so wirkt es nicht so wirklich gemuffelt. So ein Windschutz sorgt zwar immer dafür, dass der Wind abgefangen wird, bevor er wirklich aufgenommen wird, aber macht halt die Stimmaufnahme, als würdest du durch einen Schal sprechen. Oder so. Wir haben ja auch ein Herz mehr, fällt mir gerade so auf, Sister. Wenn wir jetzt finden. Machst du ganz toll, Draco, super. Das Ding jetzt rutscht mir hier so ein bisschen weg. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ey, das ist voll fies. Also wir müssen als erstes den Roten kaputt hauen. Obwohl, das sind ja beide Manzas. Scheiße. Das sind ja beide Manzas. So, dann gehen wir hier nochmal auf den Gelben direkt. Cortwist! Cortwist, du bist dran. Ich halte mich nur in den Rhythmus und ich mache das nicht anders wie sonst. Und trotzdem höre ich doch, dass das nicht top ist. Jetzt kommt top. Also ich mache das jetzt nicht wie Flexi, sondern habe die vorne so ein bisschen ausgeholt, dass es trotz des langsamen Rhythmus mehr Schwung gegeben hat. Und dann ging das auch mit den Drops. So. Jetzt könnte man eigentlich mal wieder den Bogenzug machen. Die hatten wir noch gar nicht. Die heilt 4 Herzen. Muss ich mir dann mal angucken. Ich meine, wäre ganz geil, wenn wir keinen Spinat mehr haben. Hilft natürlich nicht gegen, macht natürlich keinen Schaden, ne? Das ist die Scheiße dran, ne? So, ja, komm, ja, mach mal den Bogenzug, alles klar. So rum, ja, alles klar. Und los! Ziele von deinem Gesicht weg! Spitze! Superklasse. Ziele von deinem Gesicht weg! Superklasse! Wie ihn anders! Es wird wahrscheinlich ein sehr langer Kampf, mal von den 10 Minuten abgesehen, weil das wirklich einfach nervig ist, wenn der Draco sich jedes Mal heilt. Denkt sich der Draco wahrscheinlich auch jedes Mal. Da ist er wieder und heilt sich ständig mit Spinat. Ich will auch meine Manzas dabei haben. Ich weiß nicht, so wirklich viel mehr Unterschied. Beim Roten sehe ich jetzt nicht wirklich gegenüber dem gelben Manzer. Also ich sehe es in der Zahl, aber in der Bar oben selbst. Naja. So, jetzt heilt er sich wieder.
Vor mir klauen. Er konnte dem Training nicht widerstehen. Na, ist ja schön. So ein Spinner. So. Der bringt mal gar nichts, aber den können wir einfach mal nochmal gegen den Roten einsetzen. Ja. Das war direkt mal einen weghauen. Langsam nach links beugen. Gut, etwas weiter runter. Die Schultern hoch, aber nicht übernehmen. Gut gemacht. Und da ist er weg. Sehr schön. Den Bauch stärker als die Arme. So, mal gucken, wie viel er jetzt abzieht. Viel dürfte es ja nicht mehr sein. Und auch hier könnte dran stehen, wie viel er abzieht. Ich meine, ich sehe, dass es 3 Herzen sind, aber es wird ja nachher nicht weniger Schaden werden, der gemacht wird. Ja, und wenn dann so 6-7 Herzteile abgezogen werden, das auf einen Blick nach 8 zu zählen, ist scheiße. Ach, Fitnesstrank trinken, natürlich. Einmal den da bitte. Herzen aufgefüllt, sehr schön, raus da. So. Die machen wir erst, wenn es nötig wird. Eigentlich könnte ich sie wirklich rausnehmen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendwann mal zu wenig Spinat dabei haben werde. So, komm hier, Knieheber. Genau. Nein, nicht den, scheiße. Ach Gottes Willen, man kann es noch rückgängig machen. Halt, stopp, warte mal. Ich will den Knieheber, aber ich will den gelben Manzer. Danke. Ach Gott. Uiuiuiui. Oh. Was jetzt scheiße ist, ich hatte die Dönerbox mit Knoblauch und ich merke das jedes Mal, wenn ich ausatme und wenn ich ab und zu mal ganz unauffällig ein Bäuerchen ablasse. Knoblauch. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt? Wir könnten den Bogenzug machen, wir könnten aber auch den Krieger machen, weil er so schön auf einen zielt. Langsam nach links beugen. Und langsam zurück. Bauch fest. Ich finde die Animation so toll. Kriegt er von oben eine Blume auf den Kopf? Kriegt er von unten eine Blume auf den Kopf? Gegen Skin. Ich finde es lustig. Seitenwechsel. Schon geschehen, danke schön. Langsam nach rechts beugen. Nicht nach vorne oder hinten neigen. Tadellos. Help up here. Nee, doch nicht. Er diskutiert eifrig mit seinen Muskeln. Diskussionen sind gut, weißt du, weil man muss es ja nicht nur hier, man muss es nicht nur hier haben, ja, sondern auch hier. Ganz einfach. So. Bogenzug, ja, nee, puh. Komm hier, machen wir noch ein bisschen Abwärtspresse. Wir haben ja noch ganz viel Zeit anscheinend. Draco ist noch nicht mal bei der Hälfte. Genau. Super. Okay. Weiter. Noch
klasse. Noch ein. Ganz toll. Super. Okay. Wahnsinn. Ha, App-Abwehr. Ach, danach gibt es erstmal ein Schlückchen zu trinken, dass das klar ist. Achtung, noch mehr. Achtung, noch mehr. Pro-Tipp, das sieht man unten in der Mitte. Bleib dran. Ganz schön schwierig. Machen wir mal einen Knieheber noch dazwischen. Die machen eigentlich relativ viel Schaden, ne? Na komm, wir sind ja nicht aus Zucker. Ich mach das jetzt einfach mal so flexi. Ich meine, Takt halten ist ja okay. Aber der eigene, also dieser Angriff, der Soundeffekt von dem Fuß, der nach oben geht gegen Draco, ist halt lauter als der Rhythmus der Musik. Da, wenn man sich das von Anfang an quasi falsch, wenn man den Rhythmus falsch anfängt, dann hört man den Rhythmus der Musik nicht mehr. Er bereitet einen mächtigen Angriff vor. Was? Was? Dagegen hilft nur eine starke Abwehr. Nicht mit Actimel. So, Super Apps Abwehr. Ja. Halt ihn dort, okay. Weit auseinander. Aha, was? Verstehe ich nicht. Hä? Platziere die Füße weit auseinander, habe ich doch. Aha. Was? Jetzt? Achso. Durchgedrückt? Schön kontrolliert nach unten. Aha. Fest den Ringkorn drücken. Beine gebockt. Ich hasse diese Haltung. Die sieht komisch aus. Er sieht doch von euch aus noch viel schlimmer aus, als es ist. Deine Herzen, sei vorsichtig. Meine Herzen, ja. Moment. Ach, da hilft nur ein Spinatring. Ah. So, und dann machen wir doch einfach mal ein Kürzchen. Jetzt muss ich mal sprinten und Knie eben leichter sprinten. Ich werde mal einfach einen köstlichen Erdbeerdünk dazu nehmen, um unsere rote Attacke zu stärken. Und dann nehmen wir nochmal einen Spinatdrink, dann sind wir nämlich wieder voll. Und jetzt machen wir eine schöne rote Attacke. Zum Beispiel nicht den da. Zum Beispiel die da. So, da ist jetzt dabei so ein kleiner lustiger Pfeil dran, ne? Der einem sagt, dass der erhöhte Angriffskraft hat jetzt. Ich will es mal getestet haben. Gegen Draco ist es jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert. Aber Boss ist Boss. Dizzy meinte auch, ich soll eher unten auf meinen Avatar gucken als auf Flexi bei dieser Übung. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass sowohl Flexi als auch, wie ich jetzt sehe, mein Avatar falsch stehen. Ist so. Die haben die Beine nebeneinander, ich sehe es genau, die haben nur die Hüfte eingedreht. Und das ist eigentlich völlig bescheuert. Man steht natürlich mit einem Bein vorne. Wer selbst mal Bogen geschossen hat, der weiß genau, dass das ein stabilerer Stand ist. Weil natürlich, wenn du den Bogen loslässt, dann geht ja hier irgendwo eine Kraft über, ja, und die federt dann natürlich nach vorne und hinten, ja, und nicht zur Seite. Deswegen, sich beidbeinig hinzustellen, ist doof. Das ist völlig bescheuert. Aber egal. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig erklärt, beziehungsweise verständlich. Dass es richtig ist, weiß ich, ist so. Wir haben eine Schützengilde in der Nähe, wo wir ab und zu mal Bogenschießen gehen. Und wo ich auch einmal dabei war. Und die haben einem das richtig erklärt. Ist so. Vor allen Dingen das Mieseste am Bogenschießen ist nachher seine Pfeile wieder einsammeln. Das sagt einem auch keiner im Videospiel. Sammel mal sofort deine Pfeile wieder ein. Du hast nur 5. Noch einmal. Oh. Stärker als die Arme. Wir sind bei 10 Minuten 45 Sekunden effektiver Trainingszeit für diese Folge. Und damit bin ich sehr zufrieden. Okay. Und wir sind noch nicht ganz fertig.
Aber ich bin schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. So, da ist ja wieder die Abwärtspresse. Dann nehmen wir das mal schön aufs Korn hier. Auch wenn hier gerade mein Kabel rebelliert. Super toll! Genau! Weiter so! Super! Okay! Super klasse! Wunderbar! Perfekt! Okay! Fantastisch! Ganz toll! Wisst ihr, jetzt würde ich gerne den Schaden der einzelnen Attacken sehen im Vergleich zu den normalen Attacken, ja, die wir ohne Erdbeersmoothie haben würden. Das finde ich ein bisschen doof. Erhöht die Attacke. Ja, um wie viel denn? 5%? 10% generell? Weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen vage. Papier. Gott, hätte ich halt gut schlafen. Nachdem ich mich hier mit Hall beruhigt habe quasi. Nicht zu anstrengend. Mach ruhig Pause. Ja, bis morgen. Kriegerhaltung 1. Kriegerhaltung 1. Langsam nach links beugen. Und langsam zurück. Strecke bei Kriegen der Arme die Brust heraus. Ist doch schön, dass wir mit der Sonntagsfolge hier den Chef machen. Finde ich gut. Also wer es noch nicht gemerkt hat, Sonntag kommen meine Folgen immer ein bisschen anders. Es geht um 12 los, dann kommt 13 Uhr meistens Zelda. Also erst kommt Hades, dann kommt 13 Uhr Zelda und 14 Uhr dann Ring Fit. Nicht wie unter der Woche, wo Ring Fit immer irgendwie so um 12 kommt. Ich weiß nicht, am Sonntag finde ich das besser so, muss ich sagen. Hat sich auch noch keiner beschwert. Level 28, geil. Wir sind fast bei 100 Abwehr angekommen. Level 29, wow. Wir sind bei 101 Abwehr angekommen. Schön. Und dafür gibt es direkt mal die Armdrehung. Erhebe beide Arme und drehe die Handgelenke. Ach du Scheiße, das hört sich nicht so anstrengend an, wie es wahrscheinlich eigentlich ist. Mach doch Angriff 90 und zielt auf einen Gegner. Aha, dafür zwei Runden Abklingzeit. Möchtest du Armdrehung einsetzen? Ja. Und ich glaube, da setze ich die. Ne, wir haben schon zwei davon. Wir haben die Dreier und die Fünfer. Dann nehmen wir die Abwärtspresse raus. Wir nehmen mal die Abwärtspresse raus. Ich will's mal testen. Okay, das war's auch schon mit den Leveln. Alles klar. Schnell mal hier. Ach, Scheiße. Ja. Verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte? Mach ich. Soweit es bequem ist, in die Hocke. Und Abschluss! Abschluss. So, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt kommt noch die Pulsmessung. Und dann darf ich was trinken. So, jetzt aber bitte eine ordentliche Pulsmessung. Dankeschön. Die Messung läuft. Bitte nicht bewegen. Oh, das sieht toll aus. Fast oben am Herz dran. 120 trotzdem. Seltsam. Ach ja, na gut. Kam mir anstrengender vor. 11 Minuten, knapp 12 Minuten Trainingszeit für diese Aufgabe. Das ist angenehm. So. Und da gab es noch ganz bisschen Erfahrung dazu. Abwärts Powerpresser. Ja. Schön. Gut. Schluss mit lustig. Wie? Wirst mir langsam richtig gefährlich. Du lässiger Quälgeist. Es wird Zeit, dass ich mich nicht mehr allein mit dir herumschlagen muss. Oh Gott, jetzt kommen sie. Jetzt kommen die vier fiesen fünf. Freu dich schon mal, Ring. Ich werde mich wappnen. Okay. So oder so, egal was er erzählt, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. Ach, schön. Abgeschlossen. Die feine Sportart zu besiegen, ist die größte Ehre jedes Kriegers, wie du einmal mehr bewiesen hast. Jawohl.
Welch ruhmreicher Tag! Der Feind ist geschlagen, das Joch der Schmach ist gebrochen, nicht abgebrochen. Hip, hip, hurra! Auf dich und Sparta! Schau an, das ist der Kampfgeist, den ich mir lobe. Das Herz Sparta schlägt erneut, allein dank dir, Jay. Oh, du Retter unserer Lande, heute sagen wir dir alle Danke. Lasst hören, Leute, wer ist unser Held? Jay! Hurra! Ich darf jetzt nicht zu laut sein, sorry. Haha, ja, das klingt schon besser als Frischling, findest du nicht auch? Jedenfalls bin ich froh, dass es den Leuten hier nun endlich wieder besser geht. Aber eine Sache will mir nicht aus dem Kopf. Draco meinte, er wolle sich wappnen gegen uns. Egal, erstmal müssen wir ihm folgen. Wer weiß, was er im nächsten Reich anrichtet, in dem er landet. Genau, und wir erstmal. Ha. So, das Königreich Sparta abgeschlossen. Fortschritt 87%. Okay. Ich hätte mir das jetzt gerne mal ganz kurz angeguckt, diese Übersicht, weißt du, aber nein, wir machen jetzt mit dem Cooldown weiter, dann machen wir das halt in der nächsten Folge, weil auch bei Crema und Juwelen waren da irgendwie bloß paar 70% oder 80% gewesen. Schwamm drauf, nächstes Mal. Ich habe alle Missionen gehabt, hab's genau gesehen. Wahrscheinlich wegen der Kleidung, die wir da hätten kaufen können, aber die können wir ja auch noch in diesem Level kaufen und auch noch im nächsten wahrscheinlich. Na, macht das Abenteuer Spaß, vielen Dank nochmal fürs Spielen, du hast Kapitel 4 abgeschlossen, toll gemacht. Übrigens, Draco sprach ja von seinen Hamstrings. Danke, danke, das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Das Wort ist relativ neu, weißt du? Weißt du, was damit gemeint ist? Nee, die rückseitige Oberschenkelmuskulatur. Fitnessfans verwenden heutzutage auch gerne den englischen Begriff. Rückseitige Oberschenkelmuskulatur ist ja auch ein relativ sperriges Wort. Da kommt Hamstring natürlich 1a daher. Nach so viel Sport darf eine Runde Cooldown nicht fehlen. Zuerst mal ein Blick auf das heutige Training. 12,5 Minuten, 54 Kilokalorien, jede Menge Einzelübungen. Prima, das klappt doch gut. Wow, dies ist ein denkwürdiger Moment. Du hast 500 Mal die Abwärtspresse ausgeführt. Schön. Finde ich gut. Da bin ich eigentlich stark motiviert, die Abwärtspresse drinnen zu lassen, wenn Flexi hier immer neue, immer posantere Animationen dazu macht. Bei 400 war es noch dieses. Ja? Finde ich gut. Weltklasse. Dafür verleihen wir den neuen Titel Abwärts-Powerpresser. Okay. Ach, und noch was. Du hast 300 Mal die Übung Bogenzug ausgeführt. Irre. Eine Umwerfenleistung, so viel Fleiß zahlt sich eben aus. Eine Kleinigkeit noch. Du hast 400 Mal die Übung Knieheben ausgeführt. Spitze. Jetzt macht er wieder bloß Klatschen, okay? Na gut, das sind ja auch viele, ne? Du gibst wirklich alles tolle Sachen. Wie wär's mit einem... Jetzt war ich schon wieder am Mikro. Ich hoffe, das hält jetzt noch ein Weilchen. Wie wär's mit einem Stretching, solange der Körper noch warm ist? Sehr gern. Das statische Stretching beginnt. Ist noch dran, okay. Brauchst du nicht. Höre stets auf deinen Körper. Schwitz wirklich ein bisschen. Nur so weit du kannst. Strecke den linken Arm zur Seite und halte ihn mit dem rechten fest. Drücke den Arm an dich und dehne die linke Schulter. Und versuche die Schultern unten zu lassen. Rüber, aber unten lassen. Und nun die andere Seite. Weil das ansonsten die Dehnung am eigentlichen Muskel vorbeigeht. Dehne dich langsam, ohne zu federn. Versuche mit Stress auf eine produktive und gesunde Weise umzugehen, zum Beispiel Sport. Und langsam zurück. Stütze deine Hände auf den Hüften ab. Oh, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Neige den Oberkörper zurück, aber oder nur doch. So weit, wie es sich gut anfühlt. Das ist eine sehr gängige, in die Knie, ohne dich zu eine sehr gängige Übung beim Frühsport in Japan, habe ich mir sagen lassen. Ist so. Und langsam zurück. Von wegen, wir grüßen die Sonne. Das gibt's wirklich. Stehe weiter, gebe die Arme und fasse das linke Handgelenk. Oh, mach ich. Ziehe leicht an dem Gelenk und beuge dich nach trotzdem, rechts. Trotzdem, guck mal, ziehe das linke Handgelenk. Ja, und Flexi hat das rechte, ist so. Der bringt mich voll durcheinander. Nun zurück, die Hand wechseln und zur anderen Seite beugen. Halte nicht die Luft an. Langsam zurück. Ah, schön. St-
Stehe mit geschlossenen Beinen und entspanne dich. Mach ich. Atme beim Vorbeugen aus, dann atme langsam wieder ein. Ich bin noch so ungelenkig. Wir bleiben etwas in dieser Position. Die Knie leicht beugen und langsam wieder aufrichten. Winkle das linke Bein an und halte den Fußknöchel hinter dir. Das linke Bein? Ziehe das Knie nach hinten, um den Oberschenkel zu dehnen. Hat gesagt das linke Bein und nimmt das rechte, ich sehe es genau. Und nun die andere Seite. Beuge den unteren Rücken nicht nach hinten. Und langsam zurück. Das Stretching ist zu Ende. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Stretching ist sehr wichtig, wenn du nicht vorhast, direkt nach dem Training weiterzumachen. Was ich normalerweise mache, ich mache normalerweise noch ein bisschen Curling, sondern Bizeps Curls, ja, und Liegestütze, weil die kommen hier halt nicht vor. Na gut, noch nicht, man weiß ja nie. Gut gestretcht, Zeit für unseren Fitness-Tipp für heute. Ist Krafttraining auch etwas für Ältere? Absolut, jeder kann das, egal. Ich lese das mal vor. Training kann für jedes Alter passend sein, ob 60 Jahre, 70 Jahre oder mehr. Ältere Menschen können mit Krafttraining ihre Fitness verbessern und aktiver bleiben. Das gilt für alle. Es ist nur wichtig, innerhalb seiner Fähigkeiten zu trainieren und sich nicht zu überanstrengen. Sprich mit einem Arzt, wenn du Zweifel hast, ob Training das Richtige für dich ist. Da muss ich jetzt direkt mal sagen, ab einem gewissen Alter ist es natürlich gut, sich erstmal wirklich bei einem Arzt zu informieren und abzusichern, ob sowas gut für einen ist. Ältere Menschen bauen Muskeln schneller ab und bauen nicht so gut Muskeln auf. Das heißt, wenn du im Alter wirklich sagst, du bist zu alt und zu gebrechlich, um körperlich aktiv zu sein, dann verfällst du umso schneller. Ja? Deswegen, also bleib in deinem Maße aktiv. Ja? Kämpf da jeden Tag dagegen an, dann bleibst du auch wirklich bis ins hohe Alter. Nicht nur gelenkig, also Yoga natürlich super. Im Alter Yoga zu machen ist klasse, aber auch so ein bisschen Krafttraining in Maßen ist echt geil. Okay, und wie gesagt, also hält den Körper fit, ist so. Nichts ist schlimmer als nichts zu tun. So, damit werden wir am Ende angelangt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt Flexi, sage ich auch an die gute Anja, die uns wieder mal durch das Stretching und das Cooldown gelitten hat. Und sage ich zu euch, denn das wäre es gewesen mit der heutigen Folge Ring Fit Adventure. Ich hoffe, es hat gefallen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.